Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Channel. Na klar, wir zocken heute den Taxi Life Simulator, City Driving Simulator. Ja, nicht zu vergessen. Und wer wäre ich denn, wenn ich nicht den Taxifahrer spielen würde? Und ihr habt darauf gewartet. Habt ihr mich verstanden? Ihr habt darauf gewartet und ihr habt euch darauf gefreut. Nein. Doch. So. Profil, Name, Mr. Punkt. Game X oder wir halten hier The M. Mach das weg. G X Lojo. Eine Ente, ein Auto. Wir sind Feuer und Flamme für unser. Was ist denn? Komm ich genau rüber? Ja. So, nächste Stufe, Woods. Mal kicken. Welcome to the vibrant city of Barcelona, where history meets modernity in a symphony of architectural wonders. From the bustling narrow streets of the Gothic Quarter to the breathtaking landmarks the city has to offer, your journey as a taxi driver begins. Feel the sea breeze on your face as you cruise along sun-kissed beaches and embark on an unforgettable adventure. Embrace the spirit of Barcelona and become the most sought-after taxi driver in town. But first, let's get you a taxi driver's license. Hey there, welcome to our driving school. Before you hit the bustling streets of Barcelona, you have this in the future, you'll be able to interact with the cabin to your heart's content. Right now, turn on the engine by pressing and holding the start. Very good. Very good. Now you can drive. Increase the speed by pressing the acceleration button. Great job. Ich feuer jetzt hier durch. Park the car in the marked space in front of you. Naja, of course, Logo. You can change the view by pressing the view button. Oha, der geht aber ab hier. Excellent work. You've got. Ja, great. Meine Blinker hier Let's noch. Get back to the impressive. You can also use quick look features to make sure that a maneuver you want to make is safe. Test it. Press the quick look buttons. Es gibt keine quick look buttons, wenn er hier mit Lenkrad. Wie soll ich denn den Knubbel da machen? Wie ist denn bei X und Q? Aha. Excellent. You can also look additionally in the cabin, you can use some buttons. But all functions available here are now you can awesome. Don't forget these okay, you know the basics. Mann, halt doch mal dein Maul, ey! If you feel ready for the exam, please park in the marked space. Da bin ich. Drive along the curved line and park in the marked space. Okay. Drive slowly and control your position. Ich werde nie was anderes hier machen. Ganz einfach. Cross it. Very good. Park in the marked space to start the next. Junge, wir wollen ja auch noch auf die Straße. Let's practice parallel parking. You need to stop the car in the designated point. Here are the steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Very good. Kannst du mir auch mal was erzählen, was ich nicht kann? Mein Gott. Next stage. Mein Gott, okay, er ist ja hier. Let's practice perpendicular reverse parking. You need to stop the car in the designated point. Oh no. No, ja, oh no. Ach so, die muss ich denn da. Ach so, muss ich da rein. You need to stop the car in the designated point. Here are the steps. Turn the wheels to the maximum. Du brauchst mir nicht voll quatschen, während ich das mache, Junge. Slowly. Very nice. Park in the marked space to start the next stage. Oh, da hinten? Dann knall ich einfach quer durchs Feld oder was? Das mache ich. Kick dir das an, wunderbar. Wupp. So, hier sind wir. Mann, Junge, weil du immer so präzise genau sein musst. Ja, hier, Kackbratze. Zack. Let's practice making a U-turn in three moves. Follow these steps.
Turn the wheels to the maximum left position. Ja, Alter. And move forward slowly. Was soll denn da jetzt das Remember Problem to stop sein? Before the car leaves the marked space. Turn the wheels to the very good. You passed the first part of the exam. You are ready to take a test drive through Barcelona. Na logisch, das wollte ich hören. Hit the city streets, Schnauze, bevor ich good luck. Danke. Endlich. Auf geht's nach Barcelona. This is the final part of your exam. You'll need to drive your own car in a real city to come to success. Open the map by pressing the map button. This is where you can find available jobs. Using the steering button, da great job. In the pop-up window, excellent. You've taken your first job. Kannst du jetzt bitte okay, mal... Now you must follow the GPS route you can see on the mini-map to the marked point and park in the marked space. Oh, da kam gerade einer. Hab man im Rückspiegel gesehen. Im Seitenspiegel. Ja, na, ist ganz normal. Passiert. Passiert. Bleibt ruhig, bleibt ruhig. So, zack, jetzt gehen wir mal ein bisschen Schütte hier. Ja, sehen wir, wir wollen ja heute auch noch zu dem Gast kommen. Genau. Lass mich mal rein hier. Mann! Da hat der sie noch alle? Was ist denn mit dem? Junge, fahr! Ey. Das ist schon wieder was, wo ich ausflippen könnte, ne? Junge, Junge, du Gestörter. So, und jetzt zieh raus hier. Ganz einfach. Alter, stellen sie aber auch an, die Trottel, ey. So, was haben wir hier? Wow. Ich bin Taxifahrer, ich darf so ein jetzt. Ne? Das wissen wir. So, steigen sie ein. In Zeit. Komm, renn! Ja, mach zu. Ja, hi. Now you know where to go. Ja, da fahr ich hin. The destination point. And remember to control the patient's bar. Totale Destination. Occasionally, a client may initiate a conversation, and depending on the circumstances, you may choose to engage or disregard them. Keep in mind that participating in the conversation. Mann, ich kann doch kein Spanisch. Tips, XP points, and even improve your current patience level. Was passiert denn jetzt hier? Hey! Wo war die Hupe? Uffa, es wird nicht grüner. Junge, mach mich nicht wütend. Ja, Pech ab. Ich zieh vor dir rein. Und da mal kurz rüber. Genau, ganz knapp vorbei. So, Ma'am. Ich hoffe, sie hat eine annehmende Fahrt. Ja, Schnauze, steig aus. Very good. Very impressive. You have completed your first job and passed the exam. Congratulations. Alter, ein Huni auf Tash. As you can see, you've earned your first. Now let's. Genau. Jetzt tanken wir erstmal oder was? Ja, mach doch mal die Anzeige da weg, damit ich auch losfahren kann. Willkommen bei Taxi Live. Oh, Alter. Hau doch die Handbremse da hier rein. So, komm mal her hier. Noch mal kurz hier rückwärts rein zimmern. Ist ja gut, ist ja gut. Zack, Bedienfeld der Tankstelle öffnen. Muss ich das jetzt um? Du kannst entweder komplett auftanken oder nur etwas nachtanken. Wähle eine Option, verlasse das Bedienfeld Tankstelle. Du, Mal etwas nachtanken, ne? Dürfte erreichen. Aber voll. Wunderbar. Warum steht die Karre nicht? Warum roll ich jetzt? Man macht die Scheiße weg da. Was ist denn hier alles aus? Motor war noch nicht mal an, ey. Gut, pass auf. Pass auf. Karte. Jetzt fertig mit deiner Tutorial-Scheiße da? Ne, da war die falsche Taste. Ja, Link, Junge. Jetzt hör auf. Wartet, genau. So, wen nehmen wir denn da? Warte mal, wir haben ja lauter Fahrgäste, ne? Ruben Ramosch.
Den nehmen wir uns als nächstes. Genau das machen wir. Rückt ja wieder aus, ja. So, Ruben. Ruben, wir sind on the way. So, was wir da machen? Ist da was noch? Vorsicht! Ich hab gesagt, Vorsicht! Ich muss doch zu Ruben. Komm rein, Ruben. Lass deine... Mann, die sind doch alle bescheuert. Haben doch keine Ahnung. Ruben, ganz easy. Tag los, geht das hier. Also Ruben, erzähl mal, wie war dein Tag so? Hast du viel erlebt? Nee? Nicht so gesprächig oder was? Nicht so schlimm. Ich bin auch nicht so einer von den gesprächigen Sorte. Außer wenn ihr... Junge, warum fährst du jetzt auf die Spur? Sonst wäre ich voll durchgezogen. Du kleines Arschloch, du. Jetzt aber Jas. Mann, ey. Was war denn das für ein hirnrissiertes Scheißding hier von dir? Und wieder rot. Ey, ich flipp hier aus. Ey, könnt hier nur ausflippen, wirklich. Jas. Ich muss da rüber. Ihr habt mein Zeichen gesehen, ne? Gut. Ihr habt mich reingelassen. Wunderbar. Es gibt auch noch nette Menschen in Barcelona. Barcelona. Warum ist denn das so weit? Wird mir ja schlecht beim Fahren. Bin ich dem nicht vorne reingefahren? Ja, ist ja gut. Hey. Was haben wir da eigentlich? Nee. Nee. Haben wir da nicht irgendwie noch eine Taste hier? Auftrag Mittel, Ruben Rausch. Ah ja, hier ist die Kamera. Das ist das Navi. Ja, wir bleiben beim Navi. So. Ja, ich wusste das. Er hat Zeit ohne Ende. Ich nicht. Ja, tut mir leid, Zeitdruck. Ich will ja ein paar Aufträge hier am Tag schaffen, nicht nur einen. Mal kurz die Taxispur nehmen hier an der Seite. Der bremst, Junge, der bremst. Ah, gut. Nee, ich nur. Wie? Strafzettel? Ich wurde geblitzt oder was? Kann nicht wahr sein. Ey, kann ich denn in einem Spiel mal nicht geblitzt werden? Der lenkt sich ein bisschen komisch, also nicht wundern, warum ich hier so besoffen fahre. Was macht der denn jetzt? Der lenkt sich so merkwürdig. Ja, ja, du, ey, Ruben. Alles easy. Das passiert dir das Öfteren in Barcelona. Da musst du ja keine Sorgen machen. Ich weiß ja nicht, kommst du hier aus der Gegend? Was ist denn das jetzt? Ja, nun fahr beiseite, Junge. Qualmt jetzt wegen dir mein Taxi oder was? Oha. Ja, langsam hört sich mein Taxi nicht mehr gut an, ne? Räuscht mal. Hört sich ja furchtbar an. Oh, wir haben es gleich geschafft. Ach du Scheiße, was ist das denn? Kann ich ja danach in der Werkstatt, kann ich mir ja nicht leisten. Hier geht ja schon pleite. Ich muss da vorbei. Aber der zieht so blöde hinterher. Gefällt mir nicht. Der lenkt kacke. Der lenkt einfach kacke. Ja, oh, hier scheint, die wollen alle weg hier. Hier haben wir mehrere Passagiere, die wir hätten mitnehmen können, aber nee, wir haben jetzt unseren Ruhm hier drin, der anscheinend bis ans andere Ende der Welt will, die Ratte. Was soll denn? Was habe ich eingesammelt? Wellen? Junge, ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe irgendwas gedrückt und dann habe ich was mitgenommen. Was ist denn jetzt? Auftrag nicht ab, der Kunde hat keine Geduld mehr, fahr das nächste Mal vor. Wie bitte? Wo ist meine Kohle, Junge? Junge, Junge, also mit den Lenken ist ja echt schwierig. Ich muss mich da noch ein bisschen einfuchsen. So, pass mal auf. Da vorne ist doch schon der Nächste. Unser nächstes potenzielles Opfer.
Hä? Wo ist denn der hier? Hier ist ja keiner. Das Auto hört sich an, ne? Furchtbar. Ach, wir müssen ihn erst auf der Karte markieren, ne? Wo ist denn die Karte nochmal? Hier, ne? Ihn hier. Was ist denn mit dem? Der will nur eine Runde oder was? Sam Erickson, der sieht ja aus wie Ruben. Der sieht aus wie Ruben Diaz. Da hinten ist er. Scheiße. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Ja. Ruben, ich komme! Vorsicht! Was ist denn? Ich muss doch nur hier kurz rüber. Ach Leute, hört doch auf. Ihr wusstet doch genau, was kommt. Ich will um jeden Preis zu meinem Passagier. Ich brauche Geld. Krieg mal. Guck mal, jetzt machen wir einfach so. Da sind wir doch. Hallo, steigen Sie mal ein. Ja, kommen Sie ruhig rein. Kommen Sie rein. Alles gut. Mein Auto sieht immer so aus. Hey there. Hey! Kollege. Wo darfst du hingehen? Wo soll denn das sein? Ja, Stau in Barcelona wieder furchtbar, war heute. Was war denn sonst so los? Erzähl mal. Hey! Wie? Was ist denn hier los? Ich hab... Hallo? Klimaanlagenmodus ändern. Ich dreh mal ein bisschen hoch, ne? Ich hab aber nie gesagt, zwei Passagiere, ne? Was soll denn das hier? Das gefällt mir überhaupt nicht. Radio? Radio Lautstärke? Immer lange. Sag mal, mein Auto hier die ganze Zeit aus, kann jetzt sein? Ja, okay, das ist die Start-Stopp-Automatik, Leute. Das ist die Start-Stopp. Alter, ich dachte gerade, du hast eine Halskrause, Kollege. Und dann bist du vorher mit meinem Kollege gefahren, war. Ja, der fährt immer wie so ein Rabauke. Ist aber ein Juter. Ist aber ein Juter. Das sag ich euch. So, kommen wir hier auch nochmal raus, oder? Wartet für heute. Oh Gott, ey, diese Staus hier. Hey! Ich lass den hier rein, Junge. Ich bin Taxifahrer. Mann. Du besoffen, oder was? Alter Schwede, meine Karre, ne? Hört sich richtig gut an. Komm ich hier auch noch über die Spur rein? Nee. Aber ich mache einfach den hier. Weil ich auf gewisse Weise clever bin. So, und los. Oh, wunderbar. Na, sagt doch mal was. Hallo? Wie war denn eure Fahrt so bisher hier? Wie findet ihr Barcelona? Seid ihr Touris? Sam Erickson, also ich würde sagen, du bist Tourist. Das ist ja kein typisch spanischer Name, ne? Was? Was hast du gesagt? Wo kommen wir denn her? Norwegen? Schweden? Dänemark? Seid ihr zufällig was mit dem Fußballer Erickson? Nee? Hätte er sein können. Ich weiß ja nicht, wie das so in Dänemark ist. Vielleicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kennt er den ja. Du, ich muss mir jetzt gerade auf die Straße konzentrieren, aber ich wollte es nur erwähnt haben, Trinkgeld wäre ganz, also Trinkgeld ist gern gesehen, ne, weil ich meine, Sie hören ja mein Auto, wird langsam mal Zeit, dass ich zur Inspektion fahre, wisst ihr, vielleicht mal ein bisschen was nachkicken lassen, weil ich glaube, so hat er sich an Tag 1 nicht angehört, was war denn das jetzt, habt ihr das gesehen? Ich meine jetzt mal ehrlich. Passiert das in Dänemark auch? Nee.
oder? Da fahren sie alle anständig, ne? Ja, na und kein Wunder, dass mir eine Karre hier immer mehr in den Arsch geht, weil sie mal abrupt bremsen und so. Und dann einfach stehen bleiben. Das ist wirklich furchtbar. Aber gut, man versucht das Beste draus zu machen. So. Wir werden mal... Ah, kick mal, Grünwelle. Wunderbar. Ja, kick mal. Und schon haben wir wieder Rot. Hey, 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 sieht das aus wie ein Zebrastreifen? Nur weil Streifen auf dem Boden sind? Versteht ja nicht. Ich muss mal nach außen. Ah, ist grün. Alter, jetzt ist meine Karre wieder ausgegangen. Nicht zu fassen. Ja, also, wie ihr seht, ich brauche wirklich ein neues Auto. Guck mal, er bremst doch kaum. Bremsen sind nicht mehr vorhanden, so wirklich. Also mein Bremsweg beträgt ja weit über einen Kilometer. So, ich muss hier rein, ne? Hier in die Seitengasse. Du, sag mal, was soll denn das hier werden? Wo führt denn ihr mich hin? Hab ja ein bisschen Sorge, ne? Das Auto ist geholt. Benutze den Bereich Notfallaktion im Radialmenü. Das Auto ist mehr als kaputt, aber ich werde ja meine Fahrgäste noch wegbringen können, ne? Danke für den Hinweis. Komm, die 180 Meter. Mann. Was ist denn mit der Karre? Hier doch nicht andauernd aus. So. Nein. Nein. Hey, ihr wollt mich verarschen, ne? Da vorne ist es! Mach an, die Schüssel! Jetzt krieg ich wieder keine Kohle. Ist sie zu fassen? So. Notfall. In die Garage abschleppen, zur Tankstelle schleppen, schnell auftanken, schnelle Reparatur. Ey, das gibt's nicht. Ey. So, willkommen in der Garage. Hier kannst du dein Fahrzeug warten, Autos oder Teile kaufen und verkaufen und dein Fahrzeug individualisieren und verbessern. Ja, schön. Hier kannst du das Auto instand setzen. Falls erforderlich, kannst du auch deine ganzen Teile reparieren. So. Komplettreparatur. Junge, das Ding war ja voll im Arsch. So. Komplett auffangen. Was ist denn hier? Waschkosten? Okay, das hat ein bisschen was gekostet, ne? Innen. Installiert. Sehr schön. Dreh mal zurück. Was ist das denn? Ja, genau. Das machen wir. So. Karosseriefarbe. Nehmen hier typisch so einen Taxi-Look, ne? So, LED, was für LED? Und Beleuchtung, was ist denn das für eine Scheiße? Hier, so ein Oldschool-Taxi-Ding. Spoiler, Alter, machen wir jetzt hier auf, wie hieß der Film? Taxi, Taxi oder was? Ach du LED, Scheiße. Wir gehen wieder auf die Straße, Leute. Wunderbar. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Karte, wo sind wir? Da. Dann nehmen wir unseren ersten Fahrgast wieder mit. Und diesmal war ich anständig. Leute, ist ja gut. Was ist denn jetzt los? Wo ist die Maus hin? Ah, ich muss die Karre auch wieder anmachen.
Gut, dass ich den in der Garage reparieren kann. Mann, und wieder die Handbremse angezogen. So, ich muss geradeaus. Ja, und dann muss ich hier rechts auch rum. Wie er. Einfach mal hinterherjackeln hier. Was zur Hölle? Ey, Junge, du willst mich doch verarschen, oder? Er hält mitten auf dem Zebrastreifen an. Und pitz dich! Ist das zu fassen? Ich meine, er kann doch nicht einfach da mitten drauf anhalten, obwohl da nichts ist. Krasse, die. Krasse! Oh. Ja, meiner bremst aber auch sehr, sehr extrem. Die Ampel in der Kreuzung vor dir funktioniert nicht richtig. Alter, für mich funktioniert keine Ampel richtig. Aber das interessiert mich ja nie. So, weiter jetzt. Jetzt mal anständig. Will ich auch mal eben abliefern und Geld kassieren. Darum geht das nämlich. Die geht ja alles nur um Geld. Ich hab kein Geld. Hier muss ich... Mann, Junge! Navi könnte aber ein bisschen deutlicher sein. Wieso darin? Da will ich ja nie. Hintersten Gassen hier, was soll denn bitte? Die Ampel funktioniert nicht, ja, gut. Was hat denn? Warum muss ich denn da jetzt auf den Bordstein fahren? Jetzt kommt doch wieder hinter mir einer, oder? Ja. Und zack. Ich rolle! Und seid ihr denn bescheuert? Wie mit eurer Drecksanimationskacke. Mein Gott, ey. So. Ey, nochmal, wo willst du denn hin? Soll ich dich zur selben Stelle nochmal bringen? Was? Ihr Hirnriss, Hirnrissiert, ey, wirklich. Und er jetzt, er stoppt wieder abrupt. Bam! Directly! Mann, zieh bloß Leine, Junge, sonst fahr ich dir mit Absicht da hinten drin. So, jetzt aber. Ja. Blöde. Ist schon grün? Verstehe ich nicht. Ich sehe die Ampeln immer nicht. Da ist grün. Leute, fahrt. Ich komme mit hier rum. Nee, ich komme nicht mit rum. Ich nehme die nächste. Oh Mann. Mann, lenk, Junge. So, noch hat sie Geduld. Noch hat sie Geduld. Gut, dass das Ding das anzeigt. Was können wir hier noch sehen? Ah ja. Valentina D'Angelo. Valentina. Da sitzt ja wieder einer noch mit drinne. Aber das möchte ich nicht. Wer ist das? Dein Vater? Valentina? Ist das dein Vater oder was? Ja, sehr schweigsamer Typ. Hallo? Redet da auch einer? Mit meinem Arsch lecken könnt er mich. Ja, war das falsche Pedal. So ist es. Was soll ich machen? Obwohl ich felsenfest davon überzeugt war, dass das richtige Pedal war. Aber gut.
Ja, bleib doch wieder halb stehen in der Kurve, du dreckige Ratte! Wie ist denn das jetzt hier mit der Ampel? Ich sehe überhaupt nichts, ne? Muss ich mir jetzt vertrauen, wie die losfahren? Was haltet ihr denn davon? Oh. Ja, du fährst wieder ganz schlau, du blöde Sau, du. Ja, fahr mal. Scheiße, dass da genau die Polizei war. Sorry. Ja, du, ich hab keine Zeit. Der lenkt ganz komisch. Der lenkt so extrem, so abrupt. Was ist denn das jetzt, grün? Machen wir so. Ups. Ey, mir ist einer rin gefahren, ne? Mir ist einer rin gefahren. Ich fass es nicht. Wie kann denn das sein? Jetzt fahren sie mir schon drin. Das ist eine Frechheit. Man muss aber die Kamera jetzt wirklich wechseln, wa? Was willst du denn? Ein Autounfall. Wollen die nicht fahren können, die Idioten? Komm, oh scheiße, ich muss da rüber, ne? Ich werde einfach schnell genug sein. Ich werde schnell rüberziehen. Ist ja einfach schnell hier rüberziehen. Vielleicht soll ich so fahren. Vielleicht soll ich einfach so fahren. Warum ist denn der Blinker noch an? Hallo, hallo. Ich muss hier hin. Habe ich es jetzt endlich geschafft? Ja, ich habe es immer abgeliefert. Ja, wunderbar. Kick mal. Danke, dass Sie mit MGX gefahren sind. Schwierigkeit sind normal, Länge, Mittel, Startpunkt, ja, okay. Wie viel Kohle kriege ich? Her mit den Kohlen. Diesen Auftrag übernehmen. Durch. Ach, der sitzt schon, nee, der kommt da hinten. Den habe ich jetzt gerade reingekriegt, frisch. Den machen wir noch. Huppa! Vorsicht, hier komme ich. Ach, da unten rechts ist ja Dings. Der zeigt mir an. Du, ich bin in deinem... Ich bin doch schon in deinem Bereich, Junge. Steig ein. Unten rechts sehen wir. Tank, Reparatur. Sieht man ja alles. Das ist doch gut. Hab jetzt ja nicht drauf geachtet. Weil die um mich rumfahren wie Arschlöcher. Was? Guck mal hier. Fahren wieder nicht. Einer fährt, die anderen nicht. Ich hab für so eine Scheiße keine Zeit. Das ist wirklich... Muss mir noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Dann geht das ja eigentlich. Ich darf nicht so abrupt lenken. Was war denn das? Da bin ich doch klar vorbeigekommen. Was denn das für eine Scheiße? Do you know what we're seeing in Barcelona? Ja, Architektur. Is great. What do you recommend checking out? Ja, guck dir Camp Nou an. Denkmäler. There are lots of great monuments. How do I recognize it? Spazieren gehen. Just go for a walk and carefully look around to spot one. Yeah. I'll be more aware of it on my next sightseeing tour. Junge, was macht ihr da für eine Scheiße? Geh weg! Trottel. Und er genauso. Er biegt aus dieser Weiterfahrspur, biegt er ab, ey. Trottelsack. Ah, eine Konversation. Dass er jetzt auch mal eine Konversation geführt hat hier, ist ja auch mal ganz ulkig. Das, was wir das auch mal gesehen haben, ne? Eine rote Ampel scheint nicht so schlimm zu sein. So. Lenk mal ein bisschen. Lenk, Junge. Was ist denn jetzt los? Ey, soll das ein Witz sein?
Na, dann krache ich jetzt aber auch durch. Jetzt reicht mir das aber auch. Ich fasse es nicht. Bring mir in meine Garage. Bring mir in meine Garage. Ich hab die Schnauze voll. Warte mal, jetzt können wir hier voll tanken. Hier können wir Komplettreparatur waschen. Wunderbar. Spielforscher, du befindest dich in... bla bla. Wie, was ist denn hier? Ach, das sind nur wir Fahrer. Tourist. Vorteile, Fähigkeitspunkt. Aha. Zeitsparer. Geldsparer. Gesetztreu. Unternehmen, Gehälter. Fahrer kosten weniger Geld, dadurch hast du ein Unternehmen geringer. Also kriegen wir wirklich unsere Dinger. Hab ich gemacht. Das habe ich jetzt gemacht, Leute. Also, das war die erste Folge. Also, ich weiß ja nicht, ob da noch mehr kommt. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Vielleicht findet ihr das auch scheiße. Das mit dem Fahren, ich muss mir da noch ein bisschen einstellen mit dem Lenkrad. Also, mit dem Lenkrad ist ziemlich, ja, lenkt so abrupt, ne? Also, entweder lenkt der gar nicht, also obwohl ich schon so eine halbe Co-Umdrehung gemacht habe im Lenkrad, lenkt der nicht. Also ist eine Einstellungssache, aber das kriegt man vielleicht noch hin. Aber es könnte auch noch ganz lustig werden. Also, ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein und ciao.